Ja, sehr schön, wunderbar. Also ich habe so viele Leute wieder getroffen. Es ist ja quasi wie so eine Messe auch. Ja? Also die ganze Branche trifft sich zur Berlinale und auch vom Ausland sind auch viele Leute da. Und ja, nee, schön, gut. Sie sind jetzt schon länger im Geschäft. Wir sind vom Nachwuchs, die Nachwuchsjournalisten und gerade hier bei solchen Plattformen. Wie spricht man denn Leute an? Was ist denn Ihr Geheimtipp? Locker bleiben, selbst bleiben. Ganz easy, ganz locker bleiben. Ja, also jetzt gar nicht so förmlich oder wir sind ja auch alles nur Menschen irgendwie. Jeder will ja irgendwie auch so ein bisschen Spaß haben und ganz normaler Smalltalk einfach. Jetzt nicht so steif und Filmbranche ist ja sowieso auch jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die Vertretung der Gipsindustrie, sondern es sind lockere Leute auch und ja. Sehen Sie den Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Filmmarkt, also der Filmbranche? Ja klar, natürlich gibt es Unterschiede. Also in jedem Bereich, klar, natürlich, klar, in allen Bereichen. Ein bisschen verwunderlich ist aber, wenn man sich so drüben so ein bisschen bewegt und hier, also die Amis sind eigentlich ein bisschen steifer auf Veranstaltungen als die Deutschen oder als die Europäer auch. Das ist relativ steif und die haben auch, gerade auf Veranstaltungen, dieser Security-Wahn ist furchtbar. Es ist furchtbar, ja, das ist Security-Scheiß, das ist grausam, ja. Filme selbst, klar, ist natürlich auch ein großer Unterschied, weil wenn man sagt Amerika, denkt man natürlich so USA, Amerika, ja nee, aber es ist ja eigentlich, diese Sachen werden ja für irgendwie einen Weltmarkt gemacht und die deutschen Sachen werden ja hauptsächlich für Deutschland gemacht. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die wollen wir auch verkaufen, auch international, aber wenn jetzt drüben was gedreht wird, ein Film, eine Fernsehserie, die ist auch immer so konzipiert, dass sie jetzt nicht nur in den USA läuft, sondern auch sich überall verkauft, von Indonesien über Australien, Europa und sonst wo. Das heißt, das ist eigentlich ein Produkt, wird da hergestellt für die ganze Welt. Und wir machen ein Produkt für einen etwas kleineren Markt, für den heimischen Markt. Sie sagen jetzt, wir sind aber in Hollywood. Was bevorzugen Sie denn? Ich finde es sehr schön und bin auch sehr happy darüber, dass ich beides machen kann. Und beides bereichert mich auch. Also das eine, wenn ich jetzt nur das eine hätte, würde mir mit Sicherheit was fehlen. Produzieren Sie denn auch gerade was in Deutschland? Produzieren tue ich nicht, ich bin Schauspieler. Ich hatte ein paar Sachen jetzt, das nächste wird auch, im April müsste ich glaube ich wieder trainieren in Deutschland. Es war jetzt ein Tatort, war jetzt. Dann werde ich im nächsten Hamburger Tatort, habe ich auch eine Rolle von dem Thomas Stiller. Der wird an Ostern laufen. Dann gibt es noch, Letzte Spur Berlin, das müsste jetzt auch demnächst laufen, ZDF, bin ich auch dabei. Und ja. Sind ja auch Serien. Jetzt sind wir hier in Hessen. Können Sie sich denn noch vorstellen, in einer hessischen Serie mitzuspielen? Naja, die hessische Serie ist ein Fall für zwei, ne? Sie können ja auch Ihre eigene kreieren, wenn es jetzt eine geben würde. Ich habe ja vorhin schon mit dem Minister gesprochen. Ich habe eine hessische Vergangenheit. Und zwar habe ich, bevor ich Schauspieler wurde, musste ich was in Anführungszeichen Anständiges lernen von meinen Eltern her. Und ich habe Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gelernt mit dem Abschluss bei der IHK Frankfurt. Und da war ich, ich kann hessisch babbeln. Dann können Sie auch sogar unsere Zuschauer auch hessisch grüßen, theoretisch. Was soll ich denn jetzt sagen? Irgendwas so ein bisschen Frankfurter, so ein bisschen schön Frankfurter, langziehig. Das hört sich schon mal gut. So, und Berlinale, haben Sie noch irgendeine Pläne auf der Berlinale, die jetzt, was Sie so, Ihr persönliches Highlight? Also ich, ja, Highlight ist sozusagen Berlinale, Filme. Es ist immer ein bisschen schwierig. Also man wird auch gerne Filme schauen, viele Filme schauen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist auch immer so, wie gesagt, auch Branchentreffen, Meeting. Man trifft einfach viele Leute und beides unter einen Hut zu bringen, ist ein bisschen schade, weil es funktioniert nicht wirklich. Also entweder macht das eine und konzentriert sich wirklich auf jeden Tag 6 Stunden im Kino zu sitzen oder man geht auf Veranstaltungen, man trifft Leute, Regisseure, Produzenten, Kollegen und so weiter. Dieses Jahr mache ich das Letztere. Also ein bisschen mich mehr auf das Connecten und einfach mit Leuten in Kontakt zu treten, konzentrieren. Ich freue mich, heute Abend wird es eine schöne Veranstaltung von den Regisseuren geben, von dem Regieverband. Und dann werde ich mich so langsam auch aus der Berlinale verabschieden. Ja, es reicht dann, es ist dann irgendwann auch gut. Ja. Planen Sie denn auch, dass wir Sie bald mal in einer amerikanischen Produktion hier auf der Berlinale sehen? Interessanterweise läuft auf dem EFM gerade was von mir, auf dem European Film Market. Und zwar habe ich gedreht letztes Jahr einen Film, der heißt Field of Lost Shoes, das ist ein amerikanischer Bürgerkriegsfilm. Da habe ich den deutschstämmigen General Franz Siegel gespielt. Der war unter Abraham Lincoln, war General der Unionstruppen und er hat zu der Zeit ganz viele Deutschstämmige für die Union rekrutiert. Das ist eine Schlacht
Also zwischen Nord- und Südstaaten. Ich bin der General der Nordstaaten und das ist sehr Field of Lost Shoes. Diese Kadetten, das waren Kadetten gewesen, junge Kadetten, die sind in die Schlacht reingeworfen worden vom Südstaaten-General. Und der Siegel hat gesehen, dass es Kadetten waren, das heißt also Jungs, 15-jährige Jungs. Und die hatten normale Schuhe an, die hatten keine Militärstiefel an. Und die haben, als sie diesen Hügel gestürmt haben, haben sie ihre Schuhe verloren. Und deswegen heißt der Film Field of Lost Shoes, weil auf diesem Hügel nach der Schlacht waren die ganzen Schuhe verteilt. Und der Siegel, den ich gespielt habe, übrigens, diesen Ring habe ich, das ist ein Army-Ring, den habe ich da quasi ehrenhalber bekommen für diesen Film, der hat seine Truppen zurückgezogen, als er gesehen hat, dass eben Jungs in die Schlacht ziehen, also vom Gegner her, hat die geschont und hat dadurch die Schlacht verloren. Dieser Film ist gerade, läuft auf dem EFM, auf dem European Film Market. Läuft auch nach, können wir noch diese Woche sehen? Der ist jetzt schon gelaufen. Das ist jetzt gerade vorbei. Ich muss mal warten, bis er öffentlich wird. Ja. Allerletzte Frage. Als Deutscher in der amerikanischen Produktion, als Schauspieler, es ist ja so ein Klischee, dass man quasi dann eigentlich das Deutsche immer auch Deutsche spielen müssen oder oft auch Nazis. Naja, also mir kommt es ein bisschen zugute, dass ich jetzt nicht zwar auch Deutsche spielen kann und darf und so weiter, aber eben nicht nur. Also ich sehe jetzt für die Amerikaner auch nicht nur deutsch aus. Also alles, was mit Europa zu tun hat. Ich kann einen Franzosen spielen, ich kann einen Russen spielen, ich kann einen Serben spielen, einen Polen, einen Deutschen, einen Skandinavier und das... Also allgemein könnte man sagen, haben deutsche Schauspieler auch Chancen in Amerika? Naja, was heißt deutsche Schauspieler? Ist natürlich auch immer eine... Also Sibel Kekilli ist auch eine deutsche Schauspielerin. Die würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt als klassisch vom Look her als eine Deutsche bezeichnen. Ist immer auch eine Frage, was für ein Typ bist du? Ne? Also, oder hier ist der Numan Acar, der in Homeland spielt, deutscher Schauspieler. Ja gut, sieht er jetzt aus wie ein Deutscher aus Westfalen? Glaube ich kaum. Ja? Also es ist immer eine Frage, dieses Etikett, ob stimmt das denn wirklich? Ja? Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich eben für die Amerikaner, ich habe sämtliche Osteuropäer schon gespielt, ich habe natürlich auch schon Deutsche gespielt. Es ist immer eine Frage, was für ein Look hast, was für ein Typ bist du auch? Ja? Und jetzt fliegen Sie aber wieder zurück nach Amerika. Es dauert noch ein bisschen. Also in 6 Wochen würde ich mal sagen, fliege ich wieder hin. Okay, und vorher drehen Sie das? Möglicherweise. Nein, kann ich jetzt noch nicht sagen. Nein. Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen aber noch viel Spaß hier bei der Veranstaltung und natürlich auch noch bei der Berlinale. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Interview. Okay, Dankeschön.